Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Daily Shop News vom 6.11.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code zur Fotogleich.tv. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir gehen in den heutigen Item Shop rein und da haben wir... Wow, der Demogorgon ist back mit dem Chief Hopper, mega geil. Und wir haben eine neue Entscheidung, Leute, da könnt ihr dann später wieder... mitmachen, schreibt einfach in die Kommentare, für welchen Skin sollen wir voten? So, also. Aber bevor wir da hinkommen, sage ich, fangen wir erstmal auf der rechten Seite an mit los, 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 muss los, Bruder, muss los. Und los, los, Bruder, los, los, kriegt von mir 6 von 10. Und es hat hier ein Voting von 2,33 von 5 bei 6 Votes am 11. August 2018. Das heißt, mal drin gewesen, 4x 10 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 53 Tagen am 14. September 2019. Dann geht's weiter mit dem Saxophon Groove. Der ist so geil, der ist so kultig, der ist so cool. Der Teil kriegt von mir 10 von 10 Saxophony. So, das Voting dazu 4,35 von 5 bei 17 Votes am 24. Juni 2019. Das erste Mal drin gewesen. 4x 8 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 2. September vor 65 Tagen. Recon Specialist, Spielspezialistin für 1200 B-Bucks. Ja, ich finde die jetzt nicht ganz so toll. Schwitzer Skin hier. Kriegt von mir 6 von 10. Recon Specialist. Und er hat hier ein Voting von 4,02 von 5 bei 103 Votes am 26. November 2017. Das erste Mal drin gewesen. 44 Mal. 100 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 32 Tagen am 5. Oktober. So, dann haben wir die rote Verteidigerin. Ziemlich cooles Teil. Kriegt von mir 8 von 10 für 800 V-Bucks. Der Style hier ist richtig cool. So, ist das eigentlich da oben Brasilien? Eine brasilianische Flagge drauf? So, also 8 von 10 von mir für Scarlet Defender. Und es hat ein Voting von 3,93 von 5 bei 100 Votes am 25. Februar 2018. Das erste Mal drin gewesen, 31 Mal seitdem. 99 Reminders, das letzte Mal im Shop am 7. Oktober vor 30 Tagen. Dann geht's weiter mit... Pick it up. Ein Fortbewegungs-Emote für 500 V-Bucks. Das Teil ist ziemlich cool, smooth. Und hat kriegt von mir 9 von 10. Pick it up hat hier ein Voting von 3,76 von 5 bei 21 Votes am 29. Juni 2019. Das erste Mal drin gewesen. Jetzt das zweite Mal. Also letzten Endes vor 130 Tagen das letzte Mal drin. Dann haben wir die Disco Party. Für 800 V-Bucks. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Mega geil. Kriegt von mir 9 von 10 Drop the Bass. Und Drop the Bass hat hier ein Voting von 3,88 von 5 bei 49 Votes am 8. Oktober 2018. Das erste Mal drin gewesen. 9 Mal seitdem 121 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 39 Tagen am 28. September. Bam, 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 bam. Dann haben wir hier den Luftkampf, diese Army-Lackierung, die jetzt wahrscheinlich ziemlich hilfreich ist bei der aktuellen Map hier. Weil da können da mal von ausgehen, dass diese Waffen nicht gesehen werden, wenn die irgendwo im Busch sind. So, das Teil kriegt von mir 7 von 10. Ich weiß, nicht gerade sehr beliebt, aber Leute, das Ding ist wirklich sehr hilfreich. So, da haben wir hier ein Voting 1,64 von 5 bei 11 Votes am 17. April 2019. Das erste Mal drin gewesen. 7 Mal Fury Miners jetzt mal im Shop von 39 Tagen. Am 28. September.
So, dann haben wir zielsicher. Das Teil finde ich überhaupt nicht schön. Überhaupt nicht. Für 500 V-Bucks kriegt von mir auch nur einen von 10. Das ist hier der Surefire und er hat ein Voting von 2 von 5. Bei 10 Votes am 17. April 2019 ist erstmal drin gewesen. 7 Mal, 3 Reminders, letztes Mal im Shop auch vor 39 Tagen. War wahrscheinlich das komplette Set drin. Dann haben wir diesen Überschall. Das Teil hat sich, haben wir den Herrn sofort ja geholt, hier wegen diesem Backpack, damit man genau sehen kann, wie viele Kills hat der gemacht im Match. Ja, ist mega geil und unverfälschbar. So, also hier haben wir, ja, wir haben ja verschiedene Styles. Die sehen wir jetzt hier, so wie es aussieht. Doch, jetzt geht es gerade mal ganz kurz durch. Das sind die vier Styles, drei und dann kommt die vier. Teil alleine wegen dem Rucksack und weil die vier Styles echt eigentlich ganz cool sind, kriegt das von mir 9 von 10. So, man hat hier ein Voting von 3,77 von 5 bei 56 Votes am 17. April 2019, das ist mal drin gewesen. 7 mal 52 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 39 Tagen. So, dann haben wir verstohlenes Schwarz für 300 V-Bucks. Auch das finde ich, obwohl es nur ein Schwarz ist, dieses Anthrazit sieht richtig nice und cool aus und kriegt deswegen von mir 8 von 10. Stealth Black hat hier ein Voting von 2,1, ach Quatsch, 2,19, 4,19 von 5 bei 16 Votes am 17. April 2019, das war drin gewesen, 7 mal 18 Reminders. Das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht mehr zu sagen, wann es letzte Mal drin war. So, dann kommen wir hier zu dem. Da gibt es ein geiles Gameplay. Das war noch der Mech-Killer. Das Mech-Killer Gameplay hier mit der Unendlichkeit. Das Teil kriegt auf jeden Fall von mir 10 von 10. Für 1500 V-Bucks ziemlich cooles Teil. Infinity hat hier ein Voting von 4,45 von 5 bei 33 Votes am 25. August 2019. Das ist mal drin gewesen. 4 mal 31 wie meine, jetzt mal im Shop am 4. Oktober. Dann haben wir hier den Sternenschlag. Und der Sternenschlag sieht auch ziemlich cool aus. Kriegt von mir auch 10 von 10. Das ist der Starstrike. Und er hat hier ein Voting von 3,44 von 5 bei 9 Votes am 25. August 2019. Das ist mal drin gewesen. 4 mal 9 Reminders. So, dann haben wir ewiger Nullpunkt, hat er sofort schon gesagt, im ersten Moment ziemlich cool, im zweiten Moment, wenn man da hinguckt, denkt man, man wird total Meschucke bei dem Teil. Für 5 V-Bucks kriegt von mir 8 von 10. Das ist Eternal Zero und das hat ein Voting von 4,33 von 5 bei 24 Votes am 25. August 2019, das letzte Mal drin gewesen, 5 mal 32 Reminders, das letzte Mal im Shop am 4. Oktober. So, mit dem kompletten Set. Dann sind wir auch schon hier so weit durch. Dann kommen wir zum Chief Hopper. Chief Hopper. Mit den zwei Styles. Wer kennt ihn nicht? Aus Stranger Things. Von der Serie Kultcharakter. Ich hätte es ganz gut gefunden, wenn noch Elfie oder so mit dabei gewesen wäre. Naja, so ist es leider nur Chief Hopper geblieben. Aber irgendwie ist der Typ auch cool. Kriegt von mir 7 von 10 Chief Hopper und da hat hier ein Voting von 3,27 von 5 bei 40 Votes am 5. Juli 2019. Das ist mal drin gewesen. 4 mal 29 Reminders. Ich kann euch eins sagen, dieses Teil hier ist echt momentan relativ selten. Ich habe ihn sage und schreibe bis jetzt in den ganzen Matches, die wir gemacht haben, zweimal auf der Map gesehen. Zweimal. Also der ist wirklich, der hat Seltenheitswert. Also am 7. Juli 2019 ist das mal drin gewesen, vor 122 Tagen. So, und jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Jetzt kommt mein. Eine, achso, ne, jetzt kommen wir erst von die Ranken. Ja, aber das sieht auch relativ cool aus, das Teil. Muss man mal genau hingucken. Wenn ihr genau hinseht, dann könnt ihr beobachten, dass die sich hier auch bewegen. Und kleine Animation drin. Und das ist schon ziemlich Stranger Things. Bei dem Boot. Oh mein Gott. Das sieht richtig crazy aus. Ja, die Ranken kriegen von mir. Sieht dreckig aus, gell, das Teil. Für 500 V-Bucks kriegen von mir 8 von 10. Das sind die Wines und die haben ein Voting von 3,38 von 5 bei 16 Votes am 5. Juli 2019. Das erste Mal drin gewesen. 4 mal 5 Reminders. So,
Und dann, jetzt kommen wir zu dem absoluten Mega-Skin, der Demogorgon. Und der Demogorgon, dazu haben wir auch ein Gameplay, das solltet ihr euch angucken. Das Teil ist einfach nur kranker, geiler, schöner Demogorgon. So, für 1200 V-Bucks. Der Demogorgon kriegt von mir 10 von 10. Ich finde das Teil einfach nur geil. So, hier haben wir ein Voting von 3,98 von 5 bei 47 Votes am 5. Juli 2019. Das erste Mal drin gewesen. 4x, 33, wir meinen das. So, dann wären wir hier auch soweit schon durch mit den Items. Jetzt geht's weiter zu unserer mit der Community-Entscheidung. Dann gucken wir hier mal rein. Während dieses Special Events erhältst du jeden Tag eine Stimme. Mit ihr kannst du für einen Gegenstand stimmen, den du im Shop sehen willst. Wenn die Abstimmungsphase vorbei ist, nicht siegreiche Gegenstände können zu einem späteren Zeitpunkt im Shop erscheinen. Du kannst deine Stimmabgabe nicht zurücknehmen, also überlege dir deine Entscheidung gut. Nach Abschluss der Abstimmungsphase wird der Sieger der Community-Wahl im Shop verfügbar sein. So Leute, jetzt gucken wir uns die Teile mal an. Und ihr entscheidet, wofür wir abstimmen. Wir fangen hier vorne mal an mit diesem Bush Ranger. So, gucken wir uns das Teil mal an. Ja, das ist irgendwie so ein Igel. Da hinten dran ist so ein Bienenstock. Da fliegen die Bienen rein und raus. Der Honig, der tropft da auch runter. Die Arme sind, was ist das? Fichtenholz. Die Beine auch. Eigentlich sieht er mir doch sehr ähnlich, oder? Wenn ich jetzt mal ganz kurz hier in das Video reingehe, das könnte eigentlich ich sein. Leute, guck mal. Ich gucke jetzt mal ganz toll so. Guck und mal guck so. Und was? Ich mache auch mal ganz kurz hier ein bisschen, dass es noch ein bisschen besser so. Könnte ich sein, oder nicht? Guck, ich drehe auch meinen Kopf so ein bisschen. Also ich finde den irgendwie witzig. Das ist ein witziger Skin. Ich könnte mir eigentlich nicht wirklich vorstellen, den zu spielen. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir, ich weiß es nicht. Also wenn ihr für den votet, muss ich es mir echt überlegen. Er hat das Faustdick hinter den Ästen, Teil des Waldgewalt-Sets. So, für 1200 V-Bucks. Ja, wenn er euch gefällt, dann gebt ihm einfach euer Vote. Also schreibt's unten in die Kommentare. Oben rechts jetzt auch nochmal eine Abstimmung dazu. Für welchen Skin sollen wir voten? Dann haben wir die Viehdiebin. Da ist hier so eine Cowboy-Lady. Was hat die denn da? Da hat die ein Magazin oben nochmal festgebunden. Da unten Shotgun-Muni, am Arm Shotgun-Muni. Da hinten dran ist eine Pistole. Eine Handgranate. Soll das Steigbügel sein? Ich weiß nicht. Bisschen klein. Wenn ich mir die Schuhe angucke, von der könnte das ein bisschen problematisch werden, oder? Ich glaube, da kommst du mit dem Schuh gar nicht rein hier. Ja, Lady, Cowboy-Stiefel, unten auch nochmal ein Messer im Halfter. Oh, kriegt von mir. Kriegt die. Ach so, ich habe dem ja noch gar keine Note gegeben. Also der kriegt auf jeden Fall von mir 8 von 10. So, die Lady kriegt von mir 7 von 10. Erstmal. So, dann kommen wir zu dem Wellenreiter. Und ich meine, der sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, der Wellenreiter. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt hier diese Skins anschaue, der sieht cool aus, ja. Ich frage mich, was das jetzt mit Wellen zu tun hat. Bezwinge die Küste, Teil des Aquamarine-Sets? Der sieht mir jetzt nicht danach aus, als würde der auf einem Surfbrett stehen, der Kollege. Das sieht für mich eher nach so einem Enduro-Biker aus, oder? Habe ich hier irgendwas verpasst? Ich weiß auch nicht. Also, naja, also, zeige auch noch mal ganz kurz das Backpack hier. Ich finde den auch ganz cool. Er kriegt auch von mir 7 von 10.
Also wenn ich mir die drei jetzt anschaue, wenn ich da jetzt mal durchklicke hier, gehen wir mal auf die Infos. So, wir machen einfach den Bushranger, dann haben wir hier die Viehdiebin und den Wellenreiter. Der Wellenreiter sieht eigentlich am coolsten aus. Eigentlich, für mich landet die Viehdiebin eigentlich auf Platz 3, aber irgendwie finde ich den, auch wenn der andere am coolsten aussieht, den finde ich am geilsten, den Bushranger. Also das ist so meine persönliche Meinung, ich finde den kultig. Ja, also stimmt einfach ab. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem man gleich schaut rein. Macht's gut, bis dann und tschüss.